Hallo zusammen, ich habe den Schneeschuh-Trail gefunden. Geht auch in die andere Richtung, da hinten sehe ich noch eine Markierung. Und ich bin in Bellwald, Skigebiet. Heute ist der 31.12.2020, also Silvester. Und nochmal mit Schneeschuhen unterwegs. Wirklich schön der Weg, der ist dann direkt abgezweigt auf so einen schmaleren Weg. Und hier ist schön ruhig, keine Leute, bisschen Wald und die Berge. Schon sieht man hier Wildtiere, also wirklich schön. Zwei Rehe. Super. Sind unterwegs, die beiden. Die Sonne ist über den Berg gekommen. Sehr schön. Wird heute gutes Wetter. Und hier geht's weiter. Guckt mal dort, wer noch unterwegs ist. Zwei Eichhörnchen. Ich dachte, die machen Winterschlaf bei der Kälte. Verrückt. Da sind sie. Rennen da rum. Die können so toll klettern. Und da hinten habe ich eben Ziegen rumlaufen hören. Hier ganz blauer Harz. Sieht spannend aus. Weiß zwar nicht, warum der Baum so offen ist. Aber ja, ganz blau. Wie schön, eine alte Eule. Also Mutti steht da drunter und da sieht man auch, jetzt ranzoomt bei der Eule, dass die hier ein kleines hat, wie ich. Süß, oder? Echt schön geschnitzt. Bestimmt schon älter. Ja, also der Schneeschuh-Trail, glaube ich, da unten irgendwo, auf jeden Fall, hier geht es auch lang, also auch laut Karte. Bisschen auf dieser blauen Piste, Rodelpiste im Sommer. Aber hier fahren zum Glück kaum Leute lang. Und nachher müsste ich auch wieder auf den Schneeschuh-Trail kommen. Der Schneeschuh-Trail geht hier quer durch den Wald. Hier ist auch irgendwie keine richtige Schneeschuhspur. Nur Tourenskispur. Aber es wird schon gehen. Jedenfalls sehr langsam. Deswegen, gut markiert, da vorne schon mehr Markierung, aber ziemlich steil, da komme ich echt nur schrittweise voran. Puh. Wie gesagt, Zeitlupentempo und auch zwischendurch stehen bleiben, aber trotzdem schön hier. Keine Schneeschuhspuren, aber Wildspuren hier auf dem Schneeschuh-Trail und ein ganz bisschen Flocken kommen von den Bäumen runter, die es dann neu drauf geschneit hat letzte Nacht. Schön. Wunderschön hier. Ich habe gerade eine kurze Pause gemacht. Der Schnee rieselt hier runter. Das ist echt schön, die Sonne scheint. Das ist meine Spur. Und es geht immer noch weiter hoch durch den Wald. Echt ruhig hier, nichts los. Jetzt bin ich wieder rausgekommen, also von dem schmalen Pfad. Da sieht man auch im Sommer schwarze und blaue Mountainbike-Piste. Da ist das Skigebiet. Schon ziemlich ruhig. Und da oben fliegt einer. Und ich gehe jetzt hier noch weiter hoch. Jetzt gleich am höchsten Punkt angekommen vom Schneeschuhwanderweg. Da geht noch eine Piste höher. Und ich habe 3 Stunden gebraucht für 450 Höhenmeter. Naja, überanstrengt habe ich mich.
schöner Ausblick. Die Berge, wenn auch ein bisschen bewölkt leider. Sondern guckt zwischendurch mal durch. Aber trotzdem schön. Ja. Also es geht hier sehr gesittet zu. Alles mit Abstand. 1,5 Meter. Und Maske da vorne. Takeaway, was zu essen. Und draußen essen ist angesagt. Ja, ganz entspannt hier. Nichts mit Après-Ski. Naja, Après-Ski ist auch hier weniger als woanders jetzt. Genau, und ich fahre jetzt um. Hier geht's runter und ein bisschen über die Piste und dann nach links in den Wald. Wunderschön hier mit der Sonne. Und ja, jetzt geht es zwar hier noch ein Stückchen auf der Piste, aber dann im Wald. Und eben habe ich sogar in Wolken mal ein bisschen vom Matterhorn gesehen. Da hinten sind immer noch Wolken. Und hier wird es heller. Schön. Hier bin ich wieder auf dem schmaleren Weg. Aber gut ausgetreten. Also die meisten sind andersrum gegangen als ich. Und super schön, dass die Sonne so rausgekommen ist. Noch ein wunderschöner Nachmittag hier. Wunderbar. Spur geht auch ganz gut. Ja. So, hier kein blauer Harz, sondern so richtig gelber Harz. Auch schön aus, diese Tropfen hier. Cool. Und also der Weg ist super. Super zu gehen, super schön. Super schön mit zwischendurch Bergen sehen. Sehr schön. Hier ein kleiner Bach. So kalt ist es also doch nicht. Also hier gibt es Eis. Ja, und der Bach. Und hier drunter fließt das Wasser lang. Und da ist auch noch mal Eis und es geht echt noch weiter da. Echt schön. Das Eis. Ich bin am Ende hier vom Schneestrail angekommen. Und wieder in Bellwald. So. Wieder in Bellwald. Ich gehe jetzt noch ein bisschen durch den Ort. Ja, also wirklich schön gewesen. Schneeschuhtour zu Silvester. Ja. War echt super schön. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, draußen und im Wald, da waren wir auch weit weg von diesem blöden Thema. Und genau, war sehr, sehr schön. Ein richtig cooles Iglo hier. Nicht schlecht. Sieht echt witzig aus. Gut gemacht. Ein schöner Brunnen, alte Häuser hier in Bellwald. Ich muss sagen, Bellwald ist wirklich spannend, diese alten Häuser überall. Also wirklich gut erhalten auch. Sehr schön. Lustig gemacht, auch so Brocken. Schneemänner habe ich auch noch nie gesehen. Echt interessant aus.